Die Mietpreisbremse stehe nun auf einer rechtssicheren Grundlage. Das verkündete das bayerische Justizministerium in dieser Woche. Für Wohnungssuchende und Neumieter ein mögliches Aufatmen. Denn durch diese Mieterschutzverordnung können nun 162 Städte und Gemeinden in Bayern die Miete regulieren. Ja, das Wichtigste ist, dass bei Neuvermietungen die Miete nicht höher als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen kann. Das Zweite ist, bei Mieterhöhungen darf man maximal um 15% innerhalb von 3 Jahren erhöhen. Aber noch viel wichtiger, es darf die ortsübliche Vergleichsmiete nicht überschritten werden. Der Bundesgesetzgeber hatte die Mietpreisbremse geschaffen, damit die Länder gegen angespannte Wohnungsmärkte vorgehen können und im besten Fall bezahlbaren Wohnraum schaffen. Wichtig ist, dass wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen haben, sowohl von den Kommunen, vom Land und auch vom Bund. Und da müssen verschiedene Bereiche mit dabei sein, das Mietrecht genauso wie das Baurecht, das Steuerrecht. Und nachdem wir einen Mangel im Angebot haben, ist natürlich die wichtigste Maßnahme, dass einfach mehr preiswerter Wohnraum gebaut wird. Doch das alleine wird nicht ausreichen, weiß auch Eisenreich. Die Koalition in Berlin hat bereits ein Paket für bezahlbaren Wohnraum angekündigt. Und auch Bayern will dazu Vorschläge unterbreiten. Doch bis dahin zunächst die Mietpreisbremse. Eine Liste mit den betroffenen Städten und Gemeinden finden Sie auf der Homepage des Justizministeriums.